Reich erscheinen, täuscht aber trotzdem. Denn so gut steht Kaiserslautern auch wieder nicht da. Der 14. Tabellenplatz signalisiert nämlich höchste Gefahr. Aus diesem Grund wollten die Gastgeber heute Abend vor eigenem Publikum nach 6 sieglosen Spielen endlich wieder ein Erfolgserlebnis haben. Ob daraus etwas wurde, erfahren Sie von Rolf Töpperwien. Ja, Arnim Basche, und da muss man für die treuesten der treuen Fans schon einiges tun. Bonbons in Form von gelben, von roten Teufelchen wurden ins Publikum geworfen. Immerhin kamen wieder 18.500 Zuschauer. Die Fans des FC St. Pauli, sie beschenkten ihren Trainer mit einer gelben Bananenstaude ans Revier. Bundesliga-Torschützenkönig Stefan Kunz, sie sagten es, 9 Treffer. Der FC St. Pauli wäre froh, so einen Mann in seinen Reihen zu haben. Die erste Möglichkeit, natürlich für die Heimmannschaft, Kunz und Ippig vor dem Mittelstürmer des FCK am Ball. Gespielt waren 12 Minuten, die Wiederholung. Es hatte vor dem Spiel geregnet, der Boden war rutschig, aber ganz ordentlich zu bespielen. Stumpf. Und wieder Stefan Kunz, dessen Bewacher Thulsen ihm nicht von der Seite wich, aber einen schweren Stand gegen den Mittelstürmer des FCK hatte. St. Pauli ohne die verletzten Duwe und Wenzel, ohne die formschwachen Flath, Manzi, Ottens vorerst auf der Bank, Zander im Spiel der ersten Elf. Der FCK, 20 Minuten waren gespielt, baute umständlich auf. 21 Spieler hat Gerd Roggensack in dieser Saison bereits getestet, das muss man so sagen, getestet während eines Bundesligaspiels, so viel wie keine andere Mannschaft. Und der FC St. Pauli konterte mit dem pfeilschnellen Gohlke, dem Mannschaftskapitän, dem erfolgreichsten Torschützen der Hamburger, der es bislang auf 3 Treffer brachte. Erste Pfiffe wurden laut, die Wiederholung. Emig, ein Libero mit Unsicherheiten, sehr einsatzfreudig und nicht zufrieden, Trainer Roggensack und sein Assistent Hollmann, früher einmal Vorstopper bei Eintracht Braunschweig. Hartmann verletzte sich wenig später, für ihn kam der 20-jährige Sommer. Und der FC St. Pauli wurde mutiger. Großkopf, Gohlke verpasste. Es wurde merklich ruhiger im Fritz-Walter-Stadion. Wo war eigentlich Wolfram Wuttke? Eine halbe Stunde war gespielt und man hatte ihn überhaupt noch nicht gesehen. Libero Karl-Heinz Emig und Ippig mit einer Hand. Die Wiederholung. Hier kommt sie. Wiederum Emig, oft am Ball, aber mit Ungenauigkeiten. Das Spiel des FCK ohne Biss, ohne Pep. Wenn man an Heimvorstellungen der früheren Jahre zurückdachte, dann wurde man wehmütig. Schupp gegen Gronau, Freistoß, Schiedsrichter Dardenne in seinem 4. Bundesligaspiel. Und siehe da, in der 34. Minute, der 2. Ballkontakt von Wolfram Wuttke. Hoffentlich hatte er sich bis dahin nicht übernommen. Axel Roos, Kunz taucht nach unten, Pfosten und Tor durch Labbadia. 1:0 durch Bruno Labbadia, gespielt waren 34 Minuten. War das Tor korrekt? Frau Käppig, Sie haben nach dem Tor sofort reklamiert und haben mit Ihren Händen geklatscht. Was war denn los? Klare Hand, ne? Also, Flanke kommt rein, springt zum Ball hin. Ich weiß nicht, wer das war. Kunz, Stefan Kunz. Springt zum Kretti nicht mit dem Kopf, sieht das wohl und macht mit der Hand kurz so und lenkt ihn dann praktisch mit der Hand gegen Pfosten. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die Kamera das angefangen hat, aber war klares Handspiel. Ne? Wenn Sie Stürmer wären und Sie würden den mit der Hand reinbuxieren, würden Sie das zugeben? Nee, würde ich nicht zugeben. Heißt Ihr neues Vorbild Diego Armando Maradona? Ich frage deswegen, weil es so aussah, als wenn Sie den Ball mit der Hand gespielt hätten. Ja, Jan war ein bisschen dabei. Ja. Mein Kollege Jörg Dahlmann, der die ersten Stimmen eingefangen hatte. Und wir schauen uns das Ganze noch einmal in 2 Zeitlupenwiederholungen an. Hier kann man es nur ahnen, dass Kunz die Hand zu Hilfe genommen hatte. Aus der nächsten Perspektive von der 16-Meter-Raumstellung ausgehend wird es schon deutlicher. Es ehrt Stefan Kunz, dass er dieses Handspiel zugab. Der Schiedsrichter konnte es nicht sehen. Er hatte natürlich auch diese Zeitlupeneinspielungen nicht zur Verfügung. 1:0 also für Kaiserslautern. 10 Minuten vor der Pause. Das stank natürlich Trainer Schulte vom FC St. Pauli. Emig. Und hier forderten die Zuschauer und auch die Spieler Elfmeter. Thulsen gegen Kunz, es ging allerdings weiter.
Die stärkste Phase der Lauterer kurz vor der Pause und dann dieses Solo von Algevi. Es war nicht sein einziges Solo und es war nicht seine einzige Eigensinnigkeit. Rechts stand Hunz völlig frei. Algevi hätte abspielen müssen. Zur Pause 1:0. Noch war am Betzenberg nichts entschieden. Denn der FC St. Pauli begann die zweite Halbzeit sehr offensiv. Mit Gronau, Gohlke, Steubing und Peter Knebel. Torwart Serr, der wiederum den Vorzug gegenüber Ehrmann erhalten hatte. Dann wurde Gerd Rockensack aktiv. Marco Haber sollte seine Chance bekommen, denn ein anderer hatte seine verspielt. Wolfram Wuttke, der nach indiskutabler Leistung in der 59. Minute zu Recht ausgewechselt wurde. Stellungnahme. Im Grunde gar nichts, was er hier gespielt hat. Und ist der Wutti auch überhaupt sein Einsatz wert. Wenn man so spielt, dann tut man sich, dem Verein und natürlich uns allen keinen Gefallen. Die Leistung war undiskutabel. Wie wohltuend ein Trainer, der mit der Wahrheit nicht hinterm Berg hielt. Und nach Vorarbeit von Axel Roos führte sich der A-Jugendliche Marco Haber, Libero übrigens in Berti Vogts U18, gleich gut ein. Die Wiederholung, Marco Haber, ein großes Talent. Und was sagte Wolfram Wuttke nach dem Duschen? Vor einigen Wochen gegen Karlsruhe wurde Ihnen eine Weltklasseleistung bescheinigt. Jetzt heute gegen St. Pauli, muss man wahrscheinlich so sagen, haben Sie Kreisklasse gespielt. Wie kommt das, dieser Unterschied? Ja gut, wie der Unterschied kommt, wenn ich das erklären könnte, würde ich es mit Sicherheit abstellen. Klar, sicher die abgelaufenen Wochen waren sicherlich für meine Nerven sicherlich nicht das Allerbeste. Und wenn man natürlich aufläuft, dann mit Pfiffen schon aufläuft, ist es natürlich umso schwieriger zu spielen. Und ich muss ganz klar sagen dazu, zu der ganzen Sache, die Mannschaft ist im Moment nervlich nicht in der besten Verfassung und ich sicherlich auch nicht. Und das trägt alles dazu bei, dass wir so schlecht gespielt haben. In der Tat, was sich Lauterns Mannen auch ohne Wuttke in den letzten 20 Minuten leisteten, war mehr als dürftig. St. Pauli hier mit einem Schuss von Trulsen kam immer besser ins Spiel. In der 73. Minute von Libro Emich eingeleitet, die wahrlich letzte Chance für die Heimmannschaft. Das muss man sich einmal vorstellen. Es war wiederum Algevi. Danach spielte nur noch der FC St. Pauli 7 Tage vor dem großen Heimspiel gegen den FC Bayern München, das natürlich schon ausverkauft ist, zeigte sich die Mannschaft gut in Schuss. Und das ist der Ausgleich durch Dirk Zander. 75. Minute 1:1. Das Standbild verdeutlicht keine Abseitsposition. In dem Moment, als Steubing den Ball abspielte per Kopf. Emich stand näher zum eigenen Tor als Zander. Der Treffer korrekt. 1:1. Dirk Zander. 75. Minute. Die Schlussphase. Lauterns Fehler häuften sich. Emich, Axel Roos, dazwischen Egon Flath, der für Darms eingewechselt wurde. Und dann noch eine Unsicherheit von Emich. Typisch für das Spiel der völlig verunsicherten Lauterer. Ottens, inzwischen für Großkopf dabei. Serr, er war einer der wenigen ohne Nervosität, er war sicher. Eckstoß Ottens, Steubing, Flath. Wann hatte man den FC St. Pauli auswärts schon einmal so offensiv mit so vielen Chancen gesehen? Die Zuschauer riefen zwischendurch, wir wollen unser Geld zurück. Und das war Zander gegen Serr. Es blieb beim 1:1 Kaiserslauterns schwächste Heimleistung seit Monaten. Die Zuschauer waren sauer. Dass die Leute sich aufregen hier, wenn wir hier denen so eine Leistung anbieten. Und dann nutzt es auch nichts, wenn 4, 5 Mann kämpfen und alles. Dann müssen wir uns eben alle wieder an der Nase packen und wieder sagen, okay, ich fange wieder bei 0 an, kämpfe erstmal und dann komme ich zum Spielen. Und dann kriegen die Leute wieder zu sehen, was sie wollen. Nur wir können hier nicht den Betzenberg jedes Mal kampflos preisgeben. Ja.